Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt in EEP mit einer kleinen Story. Ja, wir von den Modellbahnfreunden EEP, das sind also die drei Herren hier, haben also heute die Schlüsselübergabe gehabt durch die Frau Heidenreich, um hier in dieser großen Halle, die man hier so sieht, gehen wir mal in 2D, das ist also die Halle, in der Größenordnung von, eben selbst gucken hier, von 11 mal 3,5 Kilometer bei 144 Knoten, diese zu übernehmen. Die Schlüsselübergabe war gerade und damit sind wir also jetzt hier Eigentümer bzw. Inhaber dieser großen Halle und wollen unsere Modellbahn aufbauen. Hier vorne, das ist also die Eingangstür, die eigentliche Eingangstür. Dann haben wir auf der Seite eine Glastür. Daneben ist noch eine Halle, die aber schon durch eine andere Firma belegt ist. Und da wurde aber auch die Wand wurde verschlossen, sodass man die Tür gar nicht mehr benutzen kann. Am Ende der Halle haben wir dann nochmal zwei einmal ein Rolltor und einmal eine Doppeltür für einen Lastenaufzug. Hier hinter befindet sich also auch noch die Rampe, wo wahrscheinlich dann entweder LKWs, PKWs weniger, aber große Fahrzeuge beladen werden konnten. Und auf der anderen Seite befinden sich also die Toilettenräume, einmal abgetrennt, einmal für die Männer und einmal für die Frauen. Ja, das ist also erstmal hier zu diesen Räumlichkeiten zu sagen. Also es gibt hier noch nicht viel zu sehen, aber ich hoffe, das wird sich im Laufe der Zeit ändern. Was habe ich schon mal in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe also hier die Wände gesetzt. Einmal rundum herum und zwar sind das Bodenplatten von MM2, also Landschaftselemente, die ich mit der Textur versehen habe und zwar mit dieser Steintextur und die habe ich dann eine nach der anderen habe ich die dann gesetzt, so dass ich also hier einen geschlossenen Raum bekomme. Des Weiteren habe ich also hier eine Tür reingesetzt. Und zwar ist das die Tür vom Zechenprogramm und zwar von KS1. Das Ganze habe ich da natürlich dann größer skaliert auf 50, 50, 50. Das ist auch das größte Maß, was in EEP geht. Und die habe ich dann hier eingesetzt. Die Herren bzw. Damen und Herren, auch die wurden skaliert. Er ist zum Beispiel hier auf 50, 50, 45 und er ist, glaube ich, auf 50, 50, 48, also in der Skalierung Z, also sprich in der Höhe, sind sie also unterschiedlich skaliert. Es gibt ja auch Menschen, die nicht alle gleich groß sind. Dann haben wir hier ein Fensterband. Das ist aus dem Programm, ich glaube, da waren Güterhallen, und zwar von LD1. Können ja noch mal eben hier reingehen. Gucken wir mal eben. KHB war das. Ja, hier das Fensterband von, wie gesagt, von LD1. Auch die habe ich dann entsprechend skaliert auf 50, 50 und in der Höhe auf 40 und habe die dann nach und nach hier in der Reihe herum eingesetzt bzw. aufgesetzt. Ich habe also ein bisschen Abstand gehalten von der Wand. Warum? Weil man dann nicht so gravierend das Mauerwerk sehen kann. Wenn ich natürlich nahe herangehe, sieht man schon, dass dahinter das Mauerwerk ist. Aber sobald man etwas weiter weg geht, ist also da die Sicht zum Mauerwerk hin ein bisschen eingeschränkt. Gehen wir mal zur Glastür. Die Glastür selbst stammt also von BH2.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Free-Modell war oder irgendwie aus einem Programm stammt. Ist also auch ein feststehendes Teil, kann man also nicht öffnen bzw. schließen oder überhaupt bewegen. Am Ende der Halle befinden sich ja einmal das Rolltor sowie die Fahrstuhltür, so nenne ich es jetzt mal, oder auf der anderen Seite die Toilettentüren. Das sind also Modelle von Roman Iwer. Tür, gucken wir mal eben. Das sind andere. Hier sind sie. Also hier von Tür 1, 2, 3 und so weiter bis zu dem Rolltor hier, Tür 10. Das sind also hier, Tür 2 ist also die Toilettentür. Dann ist hier dieser Rolltor, Tür 05. Und dann haben wir hier unten noch Tür 09, ist eben halt die Fahrstuhltür. Die Tür, also beziehungsweise das Rolltor, kann man da gut erkennen. Das ist eigentlich noch etwas größer. Da habt ihr also noch hier weitere Fenster. Dann habt ihr noch zwei Lamellen unten. Noch zwei Lamellen hier unten. Und eine angedeutete Tür drin. Das habe ich also tiefer gesetzt, sodass man also nur hier die eine Reihe an Fenster sieht. Man hätte das Ganze natürlich auch jetzt noch anders gradieren können. Ich hatte aber auch jetzt hier, jetzt komme ich da nicht mehr drauf, ne? Ne. Habe ich also so skaliert, auch auf die 50 mal 50. Ja, auch hier wiederum die Fenster unterschiedlich rein gesetzt. Und das war also auch einmal zu dem Aufbau der Halle bzw. zu den Räumlichkeiten. Die Bodenplatten bzw. die Deckenplatten stammen als Abdeckung Beton 500 mal 500 von UD1. Auch die sind entsprechend skaliert auf 50-50 und in der Stärke eben halt als Original ein, nämlich 1. Dann sind die auf spiegelbildlich hier aufgesetzt worden, also um 180 Grad gedreht und eine nach der anderen, das kann man also hier gut erkennen, an den rot umrandeten Quadraten. Das sind nämlich die Platten. Wenn man mal hier drauf geht, dann sieht man, das sind also die Platten. Und so habe ich dann eine nach der anderen gesetzt, bis die Decke geschlossen war. Es kann natürlich sein, dass beim Aufbau die ein oder andere Platte oder vielleicht auch sogar mehrere Platten wieder entfernt werden müssen, um, sage ich jetzt mal, an die Sachen besser heranzukommen. Weil wenn ich jetzt hier ein anderes Modell hinsetze, dann habe ich natürlich die Platte immer im Vordergrund. Ja, das zu den Räumlichkeiten. Das wird ein Projekt, das parallel natürlich zu den anderen Projekten läuft. Es wird also weiterhin Ellerbach geben. Es wird auch weiterhin Tutorials geben. Und dann eben halt hier dieses Projekt, was mal etwas anders ist in EEP als so wie zum Beispiel Ellerbach oder auch andere Anlagen. Gut, das soll es aber erstmal zur Einführung gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis dahin, tschüss, euer Heinrich.